Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Stappenbach. Heute bereits schon am Donnerstag. Eine wunderschöne wünsche ich euch zusammen. So, ja, wir stecken doch ein bisschen tiefer in der Bodenbearbeitung, als ich eigentlich wollte, aber ist nicht so schlimm. Wir bringen das auf alle Fälle hin. Es ist so, dass der große Case jetzt momentan am Ansehen ist, also mit dem Weizen ansehen. Der große neue und Anführungszeichen Johnny ist gerade dabei. Ah, warte mal, können wir gleich machen. Der ist gerade dabei zu grubbern. Und zwar das 109er Feld da vorne. Ich weiß gar nicht, wo er ist, aber irgendwo wird er schon sein. Ah, da unten ist er gerade, unten links. Der fährt seine Runden ganz gemütlich. Ich hole mir nochmal diesen Fronttank, wo wir, ich glaube, Dünger oder Saatgut drin haben. Und dann werden wir mit dem alten Johnny, werden wir dann gleich anfangen anzusehen. Erstmal selber. Weil wir müssen hier oben ein bisschen Mais legen. Habe ich so gehört, habe ich so mitgenommen. So. Das werden wir jetzt gleich machen, weil ich hätte mir gedacht, vielleicht nehmen wir den Fendt, aber dann haben wir gedacht, nee, da ist der Düngersteuer dran, den was wir wahrscheinlich auch brauchen werden und deswegen lassen wir es mal so und ich werde einfach jetzt mit dem anfangen zu säen und dann werden wir wahrscheinlich eh wieder mal weghuschen und wieder mal hinhuschen, weil wir ja das Problem, also nicht Problem haben, sondern weil irgendwann der Case kein Saatgut mehr haben wird und da würden wir mal was nachfüllen müssen, ne? So ist der Plan. Es kann sein, dass das Video ein paar Minuten später kommt, wenn ja, tut mir das wirklich sehr leid. Aber Upload ist heute bei YouTube eher schlecht, habe ich gesehen. Weil irgendwie für das normale Video hochladen halbe Stunde. Und jetzt habe ich gerade gesehen, für eine andere Folge hochladen braucht er jetzt über 2,5 Stunden bei gleicher Größe. Also irgendwie ist er heute nicht ganz optimal. Aber gut, nicht so schlimm. Wir werden ja alle sehen, wie es kommt. Das muss ich nicht einschalten. So, kann ich das ablassen? So, hier müssen wir nicht mehr düngen, weil hier ist tatsächlich schon ein Dünger mit dabei. Machen wir 90 Grad hier nach links, rechts, egal wohin. Ne, wir haben ein bisschen breiter, wir haben 6 Meter. Alter, ne, hier, Work-Dingens. Ja, nicht so doll. Hier, das passt. So, ich würde sagen, wir fangen einfach mal irgendwo an, ne? 6 Meter müssten wir eigentlich haben, meines Erachtens. Ja, 6 Meter sieht aber auch ganz gut aus. Perfekt. Gut, das heißt, hier wird schon mal Mais in den Boden geputtet. Der fährt aber relativ flott, ne? Fast 20 km/h ist auf alle Fälle schon mal eine ordentliche Ansage. Ja, auf alle Fälle arbeiten wir jetzt momentan auf 3 Feldern parallel. Also nicht parallel, sondern gleichzeitig. Und ja, kann man auch machen, ne? So, ich werde jetzt da gar nicht lang rumtüfteln mit Vorgewende, bla bla. Wir werden einfach jetzt die Bahn hoch und runter ziehen. Und das wird nicht lange dauern, habe ich das Gefühl. So, gut. Genau, wir haben ja besprochen, hier oben 3 Felder Mais. Das heißt die... Oh, warte mal, Allrad muss ich reinmachen. Das heißt die 79, glaube ich. Ich sehe jetzt gerade nicht wegen dem GPS-Panel. Die 109 plus die... Jetzt gucke ich mal hier. Plus die 78. Das heißt 1, 2, 3 Felder. Das wird Mais. Auch aus dem ganz einfachen Grund, weil wir hier hinten, ein bisschen in der Stadt, haben wir eine Siloanlage. Und ja, deswegen so ein Fahrsilo, weißt du? Und da werden wir das dann alles rein fahren, festdrücken, eine Plane drüber werfen und hoffen, dass es relativ schnell gärt. So ist auf alle Fälle mal der Plan. Ich habe mir auch nochmal ganz kurz überlegt, ob wir es mit der Göwal machen, aber... Ah, ich weiß es nicht. Was, genau, könnt ihr vielleicht in die Kommentare schreiben. Sollen wir die kommende Maisernte mit der Göwal nochmal machen, also Silageballen pressen? Oder sollen wir es wirklich klassisch Häcksler und Abfahrer und auf einen großen Haufen sammeln, festfahren und abdecken? Also entweder abdecken oder Göwal. Das ist so die Idee oder die Möglichkeiten, die wir haben. Und einer davon wird es wohl werden. Die Göwal kostet halt ein bisschen Geld, das muss man dazu sagen. Aber haben wir uns sonst auch leisten können, also wird das nicht das Problem sein. Aber schreibt es mal in die Kommentare, was ihr lieber seht. Dann können wir das auch dementsprechend einrichten. Wird es halt noch ein paar Folgen geben. Für den Sonntag wahrscheinlich noch, wo wir ein bisschen ansehen müssen, ein bisschen grubbern und so weiter. Aber nichts Schlimmes, wirklich nichts Schlimmes. Und wenn der große Johnny frei ist mit dem Grubber, dann kann ich auch die zweite Sämaschine mit CP fahren lassen. Aber der muss erstmal die Felder fertig grubbern. Das ist mir jetzt momentan wichtiger. Und ja, das Problem, was ich habe, ich habe jetzt momentan keinen Traktor, mit dem ich die Dinge betreiben könnte, die Prämos. Das ist mein großes Problem, weil sonst könnte ich die Arbeit nebenbei machen jetzt, aber habe ich nicht.
Weil der große Johnny, der ist zu wenig, der ist zu schwach und der Case ist im Einsatz. Deswegen ist das momentan etwas schwierig hier. Ah, Johnny, von hier sieht das schon cool aus da hinten, ne? Heidewitzka, kannst du ja nichts dagegen sagen, du. Ja, ich glaube schon, dass der Johnny ist auf alle Fälle der Richtige für zum Grubbern, weil... Warum hat er jetzt... Ah, ich glaube, wow, das habe ich gar nicht gesehen. Wisst ihr, was er gerade gemacht hat? So ein Spult nochmal zurück. Eine halbe Minute oder eine Minute und tut das jetzt nochmal an. Was er gerade gemacht hat, er hat die Ecken ausgebügelt. Er hat diese, weil ich habe die Ecken habe ich auf scharf, glaube ich, heißt das hier, eingestellt. Das heißt, dass normalerweise in den Ecken nichts übrig bleiben sollte. Ist ja ein bekanntes CP-Problem. In der früheren Version zumindest gewesen. Wo man... Dass man in den Ecken immer so eine kleine Lücke gelassen hat. Oder er hat gelassen, weil er immer mit dem Gerät einfach rumgefahren ist. Egal, ob das jetzt gepasst hat oder nicht. Das war immer so ein bisschen problematisch, aber pff, du. Hat er jetzt gut hingebracht, glaube ich. Also gucken wir uns dann an, wenn es fertig ist, ja. Aber ich glaube, das hat er gut gemacht. Oder wird er gut machen. Das habe ich jetzt noch nie gesehen, ne? Dass er so ein Stück zurückfährt, dass er die Ecke bearbeitet, das Ding hochhält und dann weiterfährt. Das habe ich noch wirklich noch nie gesehen. Aber finde ich cool. So, und ich glaube, wir haben jetzt da noch eine Reihe, wo wir hier sehen müssen. Und dann müsste das Feld auch schon bald wieder fertig sein. Jo, das passt auf alle Fälle. Wir können auch mal schauen, ob diese Sämaschine hier Gras kann. Wenn die Gras kann, dann würde ich unten vielleicht nochmal diese Stellen, die er da übergepflügt hat, dass ich da vielleicht nochmal ein bisschen Gras drüber werfe. Weil ich das einfach schöner finde. Da kommt er wieder, ne? Jetzt fährt er hoch runter. Vorher hat er ein bisschen Bahn, also hier Vorgewände gezogen, zweimal außenrum oder dreimal außenrum. Und jetzt kommt er wieder runter. Ja, ist schön, wenn es so ein bisschen vorangeht, ne? Also ich habe da mega Bock drauf. Dass wir vorankommen, dass wir weiterkommen, dass neues Zeug aufs Feld kommt. Neue Ernte dann geplant ist bereits. Ich finde ich cool. Das ist eines der wenigen Feldern, wo es sich wirklich mit der Arbeitsbreite ausgeht. Hast du wirklich sehr selten, aber... Hier geht es ganz gut aus. Gut, dann haben wir ein Feld schon mal jetzt fertig angesehen. Ist auch schon mal was wert. So, machen wir aus. Lass mich mal gucken, ob man hier Gras ansehen kann mit der... Das müsste Gras sein, ne? Ja, das ist Gras. Helfer D wird auch ein Objekt blockiert. Baum? Haus? Oder wegen was denn? Wo ist denn da ein Objekt, Alter? Hast du getrunken oder was? Da ist nichts. Oder ist da irgendwo ein Baumstumpf, was ich übersehen habe? Das kann natürlich sein. Ah, hier ist ein Baumstumpf. Okay, gut, war mein Fehler. Oder soll er hier nochmal hochfahren, weil dann kann er eigentlich wahrscheinlich dann die Bahn durchziehen. Hat er schon umgeschalten? Hat er nicht umgeschalten, okay. Achso, ich vergesse immer das vordere Ding runterzulassen, ne? Aber gut. Er macht's ja Gott sei Dank alleine oder selbstständig, nur muss man sagen, nicht alleine. Und das passt dann auch. Okay, du hast noch ein bisschen Saatgut drin, ja, lass ich die mal alleine, ne? So, hier können wir tatsächlich das ausschalten und das Gerät zusammenklappen. Dann können wir mal gucken, wegen dem Gras ansehen, ne? Unsere Fehler von diversen Helfern wieder ein bisschen ausbügeln. Kann ich aber hier auch durch den Wald fahren ein bisschen, weil ich glaube, es hier oben schon losgeht mit dem, mit dem Fauxpas. Hier habe ich ein bisschen Wald ausgedünnt, ne? Sieht man vielleicht hier ein bisschen? Da steht gar nicht mehr so viel, guck mal. Da liegt noch ein Baum. Oh, wow, das ist natürlich schlecht. Ja. Also hier sieht man, das ist alles Zeug, was ich jetzt wieder ansehen möchte oder muss. Ja, ich weiß, dass man die Maschine zuerst aufklappen muss. Weil sonst fährt er mir da einfach drüber und zählt hier Weizen an. Und das möchte ich eigentlich ja gar nicht. Ich möchte hier wirklich ja Wiese haben, ne? Wurde sogar nochmal gedüngt. Lol. So, genug reicht. Nicht zu weit reinfahren, weil sonst haben wir ein Problemchen hier. Da würde ich wahrscheinlich genau an der Ecke vorne anfangen und das schon mal rumziehen. Deswegen habe ich auch damals ein Vorgewende gemacht. Mit dem Case oder mit dem Johnny damals noch. Damit das nicht passiert, dass er wieder rüberfährt. Aber jetzt sehen wir hier Gras weiter an. Und dann wird das auch wieder mal schön werden, hoffentlich.
weiß nicht, wie weit er da unten schon rüber gesät hat, aber ich werde auf alle Fälle alles, was irgendwie möglich ist, mit Gras wieder ansehen auf diesem Feld hier. Das Gute ist, es wird gedüngt gleichzeitig, ne? Also darf man jetzt auch nicht so sehen, dass alles schlecht ist hier. Ja, ein paar Stellen wirst du halt haben. Ja, er hat unten schon, siehst du, deswegen mache ich das jetzt, weil er hat unten schon ein bisschen drüber gesät. Das wird jetzt so ein kleines Flickflack-Spiel. Mal so, mal so, mal so, mal so. Aber nicht so tragisch. Ich fahre einfach mit dem Drescher dann rüber, dann passt das wieder. Dann passt das wieder. So, jetzt ist halt die Frage, leer hochfahren? Nee, komm, wir machen die Maschine runter und fahren dann hoch. Weil von oben nach unten geht natürlich schneller mit dem Sehen. Also wie von unten nach oben. Aber das sind, also das sind Kleinigkeiten. Ja, das geht gut. Das geht, also ich weiß nicht warum, aber mit dieser Sämaschine, da ist das sehr viel schneller, das Ansehen. Gut, man muss sagen, mit der anderen Sämaschine da drüben, wir ersparen uns halt, ja, schon einiges. Weil da ist ein Pflug dabei, da ist ein Grubber dabei. Aber hier sparst du das, hier, bei dieser Sämaschine zum Beispiel sparst du dir halt das Düngen, ne? Weil Dünger ist mit dabei, Dünger ist mit an Bord. Deswegen finde ich das jetzt auch nicht so übel, also... Ehrlich nicht. So, warum wurde hier eigentlich gedüngt? Ich weiß nicht warum, aber gut. Ist ja nicht so dramatisch. So, jetzt werden wir noch ein bisschen Innenansicht fahren. Weil da stehen ja auch ein paar Leute komplett drauf. Das ist halt schwierig für mich, weil ich nie genau sagen kann, wie es jetzt so ist. Wir können auch mit GPS runterfahren, ja, aber ist ja alles nicht gerade hier. So, ungefähr so. Muss nur ungefähr den Abstand wissen. Ich fahre dann sowieso wieder automatisch ein bisschen weiter links rüber, weil ich glaube, weißt du, aber... Ich glaube, wenn man noch einmal hochfahren... Das kann ich so nicht machen, ich muss es so machen. Da fühle ich mich sicherer, weißt du? Natürlich könnte man jetzt auch sagen, Werner, das bringt gar nichts, was du da machst, weil der fährt einmal mit seinem Pflug drüber, was er ja mit hat, der Case, ne? Und dann ist es wieder alles für den Hugo, also... Oh, wir schaffen es gar nicht von der Breite her. Dann müssen wir nochmal runterfahren. Ja gut, dann fahren wir nochmal runter. Ich höre wie die Saat hergestellt wird, ne? Nur am Vorbeifahren hörst du das schon, wenn das Gerät läuft. Man muss jetzt aber ehrlich sagen, dass diese Sämaschine hat jetzt 6 Meter, ne? Die andere, die jetzt, wie wir gerade unterwegs haben, die hat ja nur 3 Meter, glaube ich, ne? Also wir haben hier auch eine Arbeitsbreitenverdoppelung bei diesem Gerät, das wie die andere hat. Muss man das mit dem System nochmal überlegen. Aber vielleicht ist es auch nicht schlecht, einen so an und einen so an zu haben. Weil hast du auch die Auswahl, weißt du? Weil es müssen ja nicht immer alle Felder gepflügt werden. Das ist ja auch mal so Fakt. Das heißt, ja. Aber ich glaube, bei dieser Dreierkombination, bei dem Case, ist es so, dass du, glaube ich, einen Teil variabel weglassen kannst. Zum Beispiel der Pflug, ne? Oder der Tiefenlockerer, wie es auch genannt wird. Den kannst du ja weglassen und dann fährst halt nur mit Grubber und Sämaschine. Das müsste eigentlich auch funktionieren. Habe ich nicht getestet, aber bin ich von überzeugt. So, jetzt habe ich hier alles schön wieder gesät, ne? Zumindest den Stich hier runter. Jetzt wird wahrscheinlich er kommen mit seinem Mega-Gerät hinten dran. Und fällt mir da volle Möhre. Nein, guck mal, er hat das geschnallt. Er hat gesehen, dass da was anderes angesät wurde. Was? Gucken wir uns nochmal, das gucken wir uns nochmal an, was er da macht. Können wir auch von der Perspektive machen. Bin ja gespannt, wie weit er jetzt zurückfährt wirklich. Eigentlich müsste er nicht in das Feld hier rüberfahren. Ja, oh, ja gut. Dann nimmt er jetzt ein bisschen mit, ne? Ja, ja, guck dir das an hier. Dann nimmt er ein bisschen mit. Ist aber nicht so tragisch. Ich könnte die Sämaschine runterlassen. Ne? Oh, gerade nochmal genießt. So. Nein, vorfahren. Okay, das läuft gut. Ich habe mir das ein bisschen schlimmer vorgestellt, aber es läuft echt gut. Da bin ich ja beruhigt, ne? Damit zumindest irgendwas gut läuft hier. Okay. Aber ihr seht, ich bin voll im Gange hier. Wir machen da am kommenden Sonntag weiter. Liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst sehr gerne einen Daumen hoch da. Noch ein kleiner Programmhinweis in eigener Sache.
Der Kollege Boxrech hat gestern oder heute, ich weiß nicht ganz genau, mit einem neuen Simulator angefangen, mit dem Bus-Simulator 18. Schaut da gerne mal rein, wenn das nichts für euch ist, vollkommen okay, aber schaut zumindest mal ganz kurz rein, weil es ist schon wirklich ein gutes Spiel geworden, das muss man einfach mal so sagen. Und schaut euch das mal an. Wir haben auch eine geile Aktion von Games Planet am Start, wer sich das Spiel holen möchte, aber schaut einfach mal das Video an von Bus-Simulator, wenn euch sowas interessiert oder wenn ihr auch die OMSI-Folgen gerne geguckt habt. Schaut vorbei und ich sag bis Sonntag. Macht es gut. Ciao, ciao.